Du bist chancenlos. Jetzt lag am. Au! Ei! Okay, wir dürfen den nicht zum Zug kommen lassen. Das ist gefährlich. Hallo Hexerfreunde, herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3. Interessant. Ja, finde ich auch. Und, ja, geht mal aus dem Weg. Das geht schon wieder gut los. Was? Was? Wer will mich als Schuldeneintreiber anheuern? Hexer? Möge dein Bart frei und stark sprießen. Ah ja. Alle Straßen. Gut. In der letzten Woche gab es ja keine Updates beim Hexer. Ja, es ist manchmal ist es ein bisschen schwierig, so von der Zeit her und so. Und ja, wir spielen auch noch viele andere Sachen, die gespielt werden wollen. Und ich bin relativ flexibel, das habt ihr sicher schon gemerkt. Ich bin relativ flexibel, was meine Auswahl an Spiele angeht. Und ich habe da häufig auch mal Bock auf was anderes. Und wo latsche ich überhaupt hin? Wir wollen in unser Questlog gucken. Und ja, wir sind ja momentan auf der Suche nach Hurensohn Junior. Und wir sollen da im Lager der Widerstandskämpfer mit Vernon Roche sprechen. Ich hoffe, da stehen jetzt keine Spoiler da rechts. Dank der liebreizenden Priscilla wusste Geralt nun, dass Ciri und ich an der Abmachung... Das haben wir schon gelesen. Aber in Novigrad war zu jenem Zeitpunkt rein gar nichts. Einfach nichts. Und nichts war so, wie es schien. Okay. Keine Spoiler. Ich suche jetzt mal gerade eine bestimmte Quest und ich weiß nicht mehr, welche es war. Der Fall des Spieler wieder. Sammeln sie alle auf der Fährte. Geh nach Pharaoh und suche nach Hammond. Die beiden. Achso, das war das mit Dingen. Mit ja. Na, hier mit wie heißt er denn jetzt hier? Steht doch da der Name irgendwo. Hier mit Lambert. Aber ich suche was anderes. Hol dir die Belohnung vom Bettlerkönig für die Befreiung Ricos. Das könnten wir auch noch machen. Das ist eine gute Idee. Vielleicht erfahren wir da was Neues. Geile Idee eigentlich. Die wählen wir gleich mal aus. Fliegende Fäuste in Novigrad. Wo haben wir das denn? Geralt erfuhr, dass in Novigrad Faustkämpfe organisiert worden. Besiege den eisernen Mortimer. Das könnten wir auch mal machen. Aber wir hatten noch eine. Mensch, welche war denn das? Eine zu den Docks, um Hattoris Lieferanten zu treffen. Die waren. Nee, das war eine, die haben wir schon auf der Fährte. Ja. Sammeln sie alle. Das sind die Gwyn-Karten. Die Wahrheit steht in den Sternen. Scheiße, welche waren das? War es ein Hexerauftrag? Ich glaube, es war ein Hexerauftrag. Und zwar, da sollten wir nochmal zurückkehren. Geralt der Späte. Ja, da. Sprich mit der Witwe über die Mittagserscheinung. Nee, das ist auch nicht. Mysteriöse Spuren. Hol dir die vereinbarte Belohnung vom Auftraggeber ab. Die wollte ich mal eben auswählen. Und die würde ich mir gerne auf der Karte anschauen. So, wo ist sie denn? Da ist eine Quest übrigens, eine verfügbare Quest, okay. Das hier ist wahrscheinlich immer noch die Quest hier mit unserem mit unserer Eintrittskarte. Wo? Ah, hier, ach, da unten war das. Das ist mir zu weit weg. Ich habe gedacht, das liegt vielleicht auf dem Weg oder so. Nach Ochsenfurt. Gut, nee, da machen wir erstmal hier Ehre unter Dieben. Holen wir uns mal die Belohnung ab. Und dazu müssen wir da unten hin. Wir haben hier einen Wegweiser und zu dem gehen wir mal. Ich habe jetzt nämlich keinen Bock, hier durch die halbe Stadt zu latschen. So, wo ist der blöde Wegweiser? Doch weiter als ich dachte. Dubletten nach dem neuesten Modetrend. Hier und nur hier zu haben.
Bla 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 bla. Deinesgleichen sollte in Novigrad nichts zu melden haben. Ich würde am liebsten diese ganzen Redanier niedermetzeln. Ganz ehrlich, die gehen mir total auf den Sack, die Typen. Ich wollte ja, frischen da. Fisch. Was ist das hier? Frischer Fisch. Der soll frisch sein, mit Glubschaugen und Kiemen. So, hier ist der Wegweiser. Irgendwo. Ewiges Feuer. Hier. Warum ich? Den benutzen wir mal. Ja, das war ja schon ein relativ kurzer Weg. Ich habe jetzt keinen Bock, bis da unten hinzulatschen, glaubst du? Also gehen wir mal hier zum Tor des Hierarchen. So, dann können wir da hinlatschen. Und hier ist auch unser Lager. Das passt sich gerade mal geil. Dann können wir nämlich... Was ist nochmal mit Verletzungspassieren? Warum? Achso, da ist die Tür. Ich glaube, da bin ich schon mal drauf reingefallen. Nee, hier, wir können mal gerade ein paar Sachen einlagern. No, ich habe jetzt vergessen, wie das Ganze funktioniert. Ah, das ist unser Inventar, so. Henkerstiefel. Wir wollen hier diese ganzen Relikte wollen wir mal einlagern. Wobei Karabelle, die könnte man teilweise auch auseinandernehmen, um dann eben die Dinger wieder zu kriegen. Gute Frage. Ah, die lagern die erstmal ein. Die Relikte zumindest. Hier diese ganzen Trophäen, die können wir alle einlagern. Wobei ich glaube, dass wir die später auch verkaufen können. Dann müssen wir mal gucken, ob wir da mal irgendwann einen Händler für finden. Ich würde sagen, wir lagern jetzt die Trophäen alle mal ein hier. Zack, weg damit. Müssen wir nicht alle mit uns rumschleppen. So, das reicht erstmal. Was haben wir da noch für... Achso, die Grünen, das sind die, die wir mal selber gebastelt haben. Weiß nicht, ob sich das lohnt, dass wir die aufheben. Hm. Nur gut, nur gut, nur gut. Dann gehen wir mal wieder. Ach, hier sind ja... Ach, hier sind ja Leute. Hallo, Kamerad. Sei gegrüßt. Ja, hi. Ja, wann haben wir denn Koch? Können wir mit dir auch quatschen? Nee. Wo ist denn, Dingens? Bin schon den ganzen Morgen geladen. Oh, haben alle nichts zu sagen hier. Na gut, dann gehen wir mal wieder. Hat in Lok Moyen ja ein schönes Chaos angerichtet. Ich glaube, wir sind... Das ist ja das gleiche in der Ecke hier. Ah, das war klar, das war klar. Hört endlich auf, in sein Schwert zu rennen! Hey! Ich glaube, ich spinne. Ich nehme mal hier einen Quen. So. Scheiße! Trotz! Mama! Ah, noch was? Ach, schnell erledigt. Hemd, nur wie gerade Langschwert. Kronen und ein Streitkolben. Gegrilltes Hühnerbein, Streitkolben. Fläschchen und Wasserflasche. Haben wir alles? Sieht so aus. So, wo ist jetzt. Hä? Warum hat das gerade vibriert? Da ist eine Tür. Aber das sind nicht die Türen, die wir wollen eigentlich. Wir wollen eigentlich... Müssen wir noch... Ach, hier ist die Tür. Abgeschlossen. Hä? Wie war denn das? Also, da bin ich jetzt hier falsch, glaube ich. Da müssen wir anders hin. Pack mal die Waffe bitte weg. Wie kam er denn dahin? Die Schwarzen? Redania? Hauptsache, sie bezahlen und schlafen. Super. Jetzt, dann müssen wir hier rein. Probieren wir das mal. So war das. Oder auch nicht.
Jetzt sind wir wieder da, wo wir eben auch waren. Ey, ich fühle mich gerade verarscht. Was ist denn hier los? Wir waren doch da schon. Können wir nicht hoch? Scheiße. Ja, also in dieser Folge, ja, verirre ich mich mal ein bisschen. Oh. Aber irgendwie müssen wir da hinkommen. Auf jeden Fall, das GPS versagt hier gerade. Oder ich versage, ich weiß es nicht so genau. Gibt da irgendwo gibt's da einen Weg rein. Gute Leute! Magier haben das Haus der Jäger angezündet! Sie wollen die Stadt niederbrennen! Ah ja, das war Triss. Oh. Hier! Aufmachen! Ja, geht doch. So, hier war das nämlich. Ja, das hat uns das GPS gerade voll in die Irre geführt hier. So, dann gib mal her meine Belohnung. Ja? Du solltest deine Männer besser auswählen. Rico ist wie ein Anfänger aufgeflogen. Ja, er hat's mir erzählt. Und ich habe ihn aus der Stadt geschickt. Hat dir bestimmt versprochen, dass ich dir eine Belohnung gebe. In der Tat. Bitteschön. Fünf Erfahrungspunkte und einen neuen Gegenstand. Noch einen neuen Gegenstand. Rüstung der Krieger Freyas. Quest aktualisiert. Quest abgeschlossen, wollte ich gerade sagen. Aber ich wollte Geld. War denn das jetzt so eine Belohnung? Dann gucken wir uns die unterwegs mal an. Inventar, das war ja irgendwie eine Rüstung oder was, ne? Ja, das haben wir ach. Ein Silberschwert. Plus 5 Axi, plus 64. Ja, das müssen wir glatt austauschen, oder? Das müssen wir austauschen. Da gibt's kein Vertun. Packen wir direkt noch was rein hier, würde ich sagen. Haben wir da Chance auf Vergiften? Adrenalin gewinnen ist auch nicht schlecht. Adrenalin. Angriffskraft ist natürlich auch doll. Chance auf Vergiften. Zeichenintensität. Ich würde fast sagen, Angriffskraft 2%. Aber das ist auch nicht so viel, ne? Hauen wir den trotzdem mal da rein. Zack. So, was haben wir noch bekommen? Eine Rüstung irgendwie, glaube ich, ne? Rüstung der Krieger Freyas, aber die ist unserer Rüstung hoffnungslos unterlegen, würde ich sagen. Hoffnungslos. Die hätte er sich sparen können, hätte er behalten können. Und tschüss. Wir gehen da mal wieder. So, wollen wir mal gucken, wo wir diese Faustkämpfe machen können? Das wäre doch auch eine Idee. Ne, Inventar wollte ich nicht, wollte Questlog. Faustkämpfe. Wo waren das? Fliegende Fäuste in Novigrad. Stufe 23 ist da empfohlen. Okay. Wollen wir es trotzdem mal probieren? Welchen nehmen wir denn hier? Archibald O'Neill oder den eisernen Mortimer? Na los, gucken wir mal, wo wir den finden. Speichern wir vorher. Sicherheitshalber. Und latschen nochmal hin. Warte mal. Jetzt habe ich. Was habe ich denn da jetzt markiert gerade? Jetzt haben wir einen grünen. Warte mal, ich muss nochmal auf die Karte gucken. Was habe ich denn da jetzt gemacht? Es ist schon spät, Leute. Ach so. Der eine ist da. Und der andere ist da. Alles klar. Wir nehmen das Grüne, das ist näher. Aber ich glaube nicht, dass wir da von hier aus hinkommen.
müssen wir, glaube ich, wieder raus. Ja, und gucken wir mal, ob wir das schaffen können. Oder ob wir da tatsächlich jetzt... Wieso? Achso, ja, okay. Das GPS markiert immer nur das Questziel, nicht aber unsere Markierung. Ich mach dich alle! Blut wirst du pissen! Ja, ja. So, wir speichern jetzt vorsichtshalber, denn das wird dann doch ein bisschen zu riskant. Und bei Junior haben wir echt oft gespeichert. So, Kollegen. Mit wem muss ich denn quatschen? Hey, willst du nicht gegen unseren Meister antreten? Hier ist der Buchmacher. Ich heiße Geralt. Patty Gruber, Buchmacher. Du bist sicher hier, um zu kämpfen. Eigentlich schon. Erzähl mir von den Kämpfen. Lass uns erstmal was erzählen. Was kannst du mir über die Kämpfe erzählen? Sie finden in Novigrad auf Skellige und in Velen statt. Jede Region ermittelt ihren Meister. Aber um gegen solche Meister anzutreten, musst du mindestens 3 weitere Kämpfer in der Region besiegen. Besiege die Meister von Velen, Skellige und Novigrad. Dann gewinnst du den begehrten Titel des Meisters der Meister. Ja, das klingt doch schon mal nicht schlecht. Den von Velen haben wir ja schon. Da haben wir schon alle platt gemacht. Und da wir jetzt vorher gespeichert haben, ich machen bin wir bereit. Mal. Setzen wir mal 50. Hört ihr? Endlich ein Kampf! Unser Meister Archibald O'Neill tritt gegen Geralt an. Kämpft! Ob das wohl eine gute Idee war, ich weiß es nicht. Na komm, mein Freund. Komm. Ja, bis jetzt geht's ja, sieht's ganz gut aus. Oh, jetzt hat er uns erwischt. Wenn wir einen Kamerafokus verlieren, dann wird's schwierig. Scheiße. Eieiei. Da haben wir ihn umgehauen, den Penner. Meine Damen und Herren, wir haben einen neuen Meister. Den Mann, der Archibald O'Neill entthront hat. Bravo, Geralt. Ein schöner Kampf. Ich will Meister von Novigrad werden. Gegen wen muss ich kämpfen? Tja. Wenn du noch weiter kämpfen willst, musst du wohl den Hauptmann der Wache herausfordern. Das mache ich doch glatt. Da latschen wir direkt mal hin. Unsere Energie ist wieder aufgeladen. 100 Kronen haben wir erhalten. Hat sich gelohnt. Und ja, Stufe 23. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es packen. Aber ja, so schwer sind die Faustkämpfe dann doch nicht. Ist immer so ein bisschen... Gemeinsam! Was? Ja. Was? Okay. Keine Ahnung, was der wollte. Ja, schwierig ist immer so ein bisschen, wenn es auf engen Raum ist. Dann hat man einfach Probleme mit der Kamera. Aber ansonsten lassen sich die Kämpfe eigentlich ganz gut erledigen. So, hier sind wir wieder bei unserem Lager. So, der Hauptmann der Wache. Wo ist er? Deine Klingen, warum trägst du die nicht an der Hüfte wie alle? Weil ich nicht alle bin. Mein Gott, ist das ein Weg wieder hier. Okay, offenbar müssen wir hier hoch. Und da wären wir wieder. Und natürlich speichere ich auch hier wieder vorher. Sicher ist sicher. Leider gibt es ja kein Schnellspeichern hier, wie am PC. Der eiserne Mordring, Schatzmann der Tempelwache, ist bereit für den Kampf.
Ja, dann mal los. Mit wem muss ich quatschen? Haben wir dem Hauptmann ein weiteres Opfer besorgt. Ein Wort und du das landest im Stock. Ist es für den Notfall, falls das erste Mal? Bluten sollst du. Na, na. Ich will zum Buchmacher. Ich bin Geralt von Riva. Spielt keine Rolle, wie man dich nennt oder wo du herkommst. Es zählt nur, ob du bereit bist, gegen Hauptmann Mortimer zu kämpfen. Ich bin bereit. Aber wir fragen mal, wer die Kämpfe organisiert. Wer organisiert diese Kämpfe? Solche Turniere finden seit Ewigkeiten in Skellige, Velen und Novigrad statt. Jede Region hat einen eigenen Meister. Der von Novigrad ist der Schneider. Besiege Mortimer und du darfst den Meister herausfordern. Ach so, wir müssen dann gegen noch einen kämpfen, wenn ich es richtig verstehe. Na gut, dann schauen wir mal. Und wir setzen 95, der scheint also vielleicht nicht ganz so stark zu sein wie der von eben. Bin bereit, fangen wir an. Der konnte ja zumindest einiges einstecken. Leute, sind wie Nekrophagen. Übel sehen sie aus und riechen nach Leichengift. Sie gieren nach verwesendem Fleisch. Und wie bei Nekrophagen ist es ein Segen, wenn man sie tötet. Truppen, hierher, sofort! Ja, du bist chancenlos, das kann ich dir sagen. Na komm, worauf wartest du denn? Jetzt wartet er wahrscheinlich auf einen Angriff von uns. Ja, das war's. Geralt von Riva besiegt Hauptmann Mortimer. Sieh hier deinen Preis, Meister. Du hast die Ehre verdient, den Meister von Novigrad herauszufordern. Doden, den Schneider. Du findest ihn in Fernek. Dort findet nach Sonnenuntergang auch der Kampf statt. Das klingt doch spannend. Ist es für den Notfall, falls das erste bricht? Dann würde ich fast sagen, wir begeben uns direkt dahin. Und erledigen den auch noch. Wie weit ist das? Weiß ich jetzt nicht so genau. Fernek ist, glaube ich, eine Ecke, ne? War da. Naja, es ist schon eine Ecke. Können wir hier nicht schnell mit schnell reisen? Hier, zack, da zum Tor. Zack, da gehen wir mal hin. Hey, Hübscher. Was muss ich tun? Hier können wir nicht. Schade. Okay, scheiße. Ja gut, dann gehen wir halt den Weg. Irgendwo muss er hier... der schnell... Scheiße, hier kommen wir nirgends durch. Ja, und es gibt wieder Gewitter. Sein, in diesem Regen rumzulaufen. Wahrscheinlich wäre ich schneller da, wenn ich direkt in die Richtung gelaufen wäre. Aber ja gut. Hier ist unser Schnellreisepunkt. Und wir möchten nach Ruhmestor oder Hafentor? Was ist denn günstiger? Ich würde sagen Ruhmestor. Regen macht dir wohl nichts. Scheißregen. Sieh an, dieser Wanderer will gegen Durden den Schneider kämpfen. Dieser Wanderer will speichern. So, wo ist der Buchmacher? Städter, welcher ist der Buchmacher? Wird es dem Schneider gelingen, Meister zu bleiben? Es stinkt nach. Wir haben dich erwartet und schon Wetten angenommen. Du wurdest gewogen und für zu leicht befunden. In welcher Welt solltest du mich schlagen können? Der Neue mag recht dürr wirken, aber denk dran. Er hat den Feldwebel des blutigen Barons von Velen besiegt. Ja, und dieser Meister ist ein Trottel, könnten wir sagen. Wollen wir das?
Dieser Elf ist ein Armleuchter. Waren das bisher alle Meister von Novigrad? Nein, ich bin der Erste. Weißt du, warum man mich Schneider nennt? Weil ich ein paar Männer ausgeweidet habe. Mit diesen Händen. Ich wusste, es würde eine Scheißgeschichte sein. Ja, los, sag mal los. Ja, wir setzen volle Kanne hier. Ich bin hier, um gegen den Schneider zu kämpfen. Also los. Hört, das kann natürlich auch eine Hose gehen. Welch Ereignis! In wenigen Augenblicken tritt Geralt von Riva gegen den Schneider an. Hier mit dir, Arschloch. Onkel Durden lädt dir ein neues Gesicht. Das könnte ein längerer Kampf werden. Na komm schon. Und er ist offenbar auch derjenige, auf den wir hätten warten sollen. Was wir am Totenkopf erkennen. Jetzt hat er uns das erstmal erwischt. Du bist chancenlos. Gibt's gar keinen. Au! Ei! Okay, wir dürfen den nicht zum Zug kommen lassen. Das ist gefährlich. Zurück, zurück. Ja, die Gefahr ist bei dem. Alter! Jetzt. Das war ziemlich knapp. Den konnte man nicht kontern, wenn er einmal getroffen hat. Durden ist nicht mehr Meister. Der Titel gehört ab sofort dem Vagabunden. Wenn du noch nicht genug hast von der Klopperei, findest du in Velen und Skellige weitere Gegner. Eine Luftveränderung. Jo. 240 Kronen, sehr schön. Geld können wir immer gebrauchen. Und da müsste doch jetzt stehen, dass wir Meister von Novigrad sind. Hallo? Nee, falsche Tasse. Der müsste doch jetzt die Quest eigentlich. Wie hieß sie noch, die Quest? Warte mal, hat er die vielleicht denn abgeschlossen jetzt drin? Ist das eine Sucherei? Flüsterhügel. Wie hieß die denn nochmal? Hab ich wieder vergessen. Fliegende Fäuste? Velen. So. Wir müssen doch auch fliegende Fäuste Novigrad haben. Da. Fliegende Fäuste Novigrad. Die Quest ist abgeschlossen. Wir haben auch Erfahrungspunkte bekommen. Aber er hat sie nicht als abgeschlossen eben angezeigt, oder? Habe ich das verpasst einfach? Kann natürlich auch sein, aber wichtig ist, wir haben die Erfahrungspunkte bekommen und die Quest steht unter abgeschlossen in unserem Questlog. Also haben wir die auch erledigt und werden dann in der nächsten Folge, weiß ich noch nicht, was wir da machen. Das überlege ich mir noch. Hier sind wir ja erstmal am Ende angekommen wieder. Wir sind jetzt sowohl Meister von Velen als auch Meister von Novigrad und es fehlt eigentlich nur noch Skellige. Aber ich glaube, das wird noch ein Weilchen dauern, bis wir nach Skellige kommen. Und ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir mit Geralt hier weitere Abenteuer erleben. Bis dahin. Ciao, ciao.